Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Let's Play Scrolls mit dem Andy, aka Ferrari. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier ein Online-Match. Man hat hier nicht unendlich Zeit für eine Runde, ist ja auch irgendwie sinnvoll. Jetzt habe ich mal direkt geguckt, was ich opfern werde. Und ich werde das hier opfern, weil es bringt mir im Moment noch nicht so viel, da ich dort zusätzliche Angriffspunkte bekommen würde für alle Strukturen auf meinem Feld. Und ich habe ja leider noch nicht so viele, also werde ich da diesen Zug hier durchführen. Wie gesagt, online spiele ich jetzt ein Quick Match, kein Ranked oder so. Und das Problem ist, dass es hier kein kein ausgefeiltes Matchmaking-System gibt, was dazu führt, dass ich gegen die größten Pros der Welt hier spielen kann, theoretisch, wenn die gerade auch ein Quick Match machen. Und ich spiele auf jeden Fall schon mal gegen ein Energy Deck und er hat auch schon mal irgendwelche Karten hier, die gut sind, vermutlich. Okay. Ja. Aber ich werde jetzt einfach erstmal hier weiter Einheiten bauen und meinen Pfad fortführen und hoffen, dass ich es vielleicht schaffen werde gegen meinen Gegner. Auf jeden Fall hat hier unten hier schon mal eine Avatar-Figur, die ich noch nicht gesehen habe. Vermutlich eine, die echtes Geld kostet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, die spielt ein Doppelressourcen-Deck. Und, what the fuck, was hat die da jetzt gemacht? Okay. Also ganz böse Verzauberungen. Ich opfer hier, mach das. Das hat jetzt nichts gebracht, warum nicht? Dafür ist jetzt eine Verzauberung weg, okay. Hätte ich die Verzauberung vielleicht mal genauer lesen sollen. Mein Fehler. Es haben auch ein paar von euch in den Kommentaren geschrieben, warum ich das Spiel nicht auf Deutsch spiele, was daran liegt, dass es das Spiel nur auf Englisch gibt. Aber müsste ja eigentlich alles verständlich sein. Hoffe ich zumindest. So, der hat zwei Leben, das hier macht nur einen Schaden. Opfer ich das und baue den. Mal sehen, was ich die jetzt macht. Wer kann zuerst angreifen? Eins, okay. Wie viel Schaden macht der? Nur eins. Und ich wurde mit irgendwas Bösem verzaubert. Ich könnte ihm jetzt... Komm, das mache ich. Komm. So, weg ist er. Oh, was ist das denn? Okay, das war die eine Verzauberung. Interessant. Interessantes Deck. Mischung aus Energy und diesem Zombie-Giftwesen. Wenigstens der mittlere Idol, von der ist fast tot. Was? Sie hat nichts gemacht? Ist ja mal interessant. So. Den opfere ich. Ich das auf den. Und baue den. Genau. Die eine Karte hat das Monster zerstört. Und die. Warum verliert mein Idol Leben? Was für ein Scheiß. Okay. Wenn meine Kreatur angreift, verliert der Idol in dieser Linie ein Leben von mir. Und wenn er sich bewegt, verliert er zwei Leben. Also die Kreatur oder der Idol. Nein. Was ist das für einer? Oh, der ist Lobber. Und kann sonst nichts. Okay. Idol bekommt. Eigentlich müsste ich den bewegen, damit mein Gun Automaton mal stirbt.
Und ich glaube, der macht mir insgesamt mehr Schaden an meinen Idols, als er austeilt. Was ist das jetzt? Oh ne, oder? Die Verzauberung ist scheiße. So werde ich es aber machen. Der schießt noch da drauf, macht das kaputt. Der hat gut Schaden bekommen und die töten den. Ich bin einfach mal gesprächig und frag mal, are you good? Also im Moment ist es so, dass meine Kreaturen mir sehr böse selbst Schaden machen. Der macht ich. Okay, die testet gerade einfach ein Deck aus. Also das Deck, was sie gerade spielt, hat sie geschrieben, das ist anscheinend nicht ihr Hauptdeck. Das hat sie sich nur gebastelt, um das jetzt mal auszuprobieren. Anscheinend klappt es noch nicht so perfekt für mich als Anfänger, der das Standarddeck hat mit ein paar neuen Karten zusammengesetzt. Aber für was braucht ihr denn jetzt so lange Bedenkzeit? Was ist das jetzt für ein Zauberung? Okay, das heißt, die Kreatur ist verliert einen Angriff und ein Leben. Der tötet jetzt endgültig das hier. Die bewege ich nochmal, damit sie stirbt. Jetzt hier 9 hin. Und dann hat es sich. Das war dumm, ne? Okay, ich habe jetzt meine Kreatur quasi aus Versehen selbst in den Tod geschickt. Weil ich die Fähigkeit auf sie gesetzt habe. Aber okay, das wäre jetzt dumm. Denn meine Kreatur bekommt, wenn sie angreift, hier jetzt 2 Schaden. Ich habe aus Versehen die Fähigkeit da drauf gemacht, den Zauber. Dumm. Und die hat gerade geschrieben, dass sie einfach nicht, dass sie nicht die Scrolls bekommt, die sie eigentlich gerne hätte. Das wäre dann mal ein schönes Online-Match hier, was ich direkt für YouTube gewinne. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das allererste Let's Play, was ich jetzt hier aufnehme, Scrolls Online gewinnen kann. Aber noch ist ja nichts entschieden. Wie wir sehen können. Ja, noch ist nichts entschieden. Jetzt kommen nämlich hier noch die bösen Einheiten. Denn erstmal schicke ich denen den Tod. Setze dann hier 9 hin. Und kann dann. Okay, das könnte ich. Das überlebe ich. Dass er mir 2 Schaden hier auf der gleichen Linie zufügt, wenn er getötet wird, das überlebe ich. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. So, im Moment sieht es wirklich gut für mich aus. Meine Taktik, die darauf beruht, einfach Monster zu beschwören, wenn ich sie bekomme, und möglichst offensiv zu spielen, funktioniert anscheinend ganz gut. Was kann das hier? Ja, okay, interessant. Opfer ich das und setze den. Also, wenn ich. Ich sage hier interessant, aber nicht gesagt, was bringt. Wenn eine Einheit stirbt, die hier außen rum ist, also an die dranhängt, also hier direkt daneben steht, dann bekommt diese Konstruktion 2 Leben dazu.
Ich bin gespannt, was die hier jetzt noch für Geschütze auffahren. Wird dann gleich greifen die beiden an. Das Ding stirbt auf jeden Fall, das hier... Also das hier stirbt, wenn der hier hinten zuerst angreift. Und dann kann der das töten. Und der Idol stirbt auch auf jeden Fall dann durch den Golem. Sollte jedenfalls eigentlich hinhauen vom Grundgedanken her. Wenn es sich auch in der Realität so umsetzen lässt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Einheiten angreifen. Okay. Okay, jetzt fährt sie aggressive Geschütze aus. So, jetzt töte ich das. Oh nein, das war dumm. Ich habe den Text falsch gelesen. Ich sollte die... ich habe gedacht, es wäre was anderes. Ach Gott. Das war dumm von mir. Habe ich den Text falsch gelesen? Dumm, 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 dumm. Ach Gott, das wäre jetzt so dumm. Das wäre jetzt echt sehr dumm von mir. Oh, wie viele Strukturen die da noch hinsetzt. Okay, wenn der stirbt, werden alle Leute auf dieser Rogue vergiftet. So, denen alle mal einen Schaden. Und damit ist mein Zug auch erstmal beendet. Denn, wie ihr sehen könnt, kann ich nichts machen. Die Scroll da unten. Vielleicht bringt die was auf den Golem, dass wenn der die verzauberte Sache vom Gegner angreift, nicht die 4 Schadenspunkte bekommt durch meine Fehlverzauberung. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall fährt mein Gegner jetzt defensivere Geschütze auf, wie man sehen kann. Aber, ja... Ich mach's einfach mal. Zu verlieren habe ich nichts. Warum haha? Warum haha? Was ist denn so lustig? Why haha? Ja, viele Monster mit viel Schaden auf meiner Seite. Und das hat geklappt mit dem Damage abhalten. Oh, die noch mehr Strukturen. When Puppet Soldier dies, oh, was ist das denn für ein Scheiß? Der ist jetzt vergiftet. Das war dumm. Boah, ich habe gedacht, wenn im Kampf... Ich bin ganz jetzt so voreilig mit dem Aktivieren meiner Fähigkeiten, oh Gott. Das wird mir noch mein Leben kosten. Oh mein, ich gerade so viele Fails. Wenn ich das Match noch verliere, dann war es echt aus eigener Dummheit. Warum hat er 0 Schaden gemacht? Wahrscheinlich wegen der Verzauberung. Und das Vieh stirbt jetzt auch aufgrund des Gifts. Boah, das war gerade so dumm. Ich hätte die Tickbombe machen, erst meine Einheiten wegziehen und dann die Zeitbombe. Oh nein!
Gott bestrafe mich dafür. Mehr kann ich im Moment auch nicht machen, wenn ich nicht die richtigen Karten bekomme. Boah, ich habe keine Lust, das Match hier noch aus der Hand zu geben. 6, 10. Oh nein. Ich habe die ganze Rogue. Das, wenn man das nur denkt, das war so richtig dumm. Ich hätte meine Einheiten wegziehen sollen und dann die Zeitbombe aktivieren, aber doch nicht die Zeitbombe. Ich wusste doch die Fähigkeit der Eier. Oh nein. Da sieht man mal, wenn man die Karten, wenn man zu voreilig die Karte aktiviert, dann. Großer dummer Fehler. Großer dummer Fehler. Sowas schleicht sich dann schnell ein. Das ist scheiße platziert. Boah, ich bekomme jetzt auch keine anständigen Karten. Das ist doch schlimm. Das war auch sinnlos, weil da überhaupt nichts vom Gegner stand. Hätte ich die Karte lieber für mehr Mana geopfert. Ich sehe es kommen, ich verliere das Match noch. Aufgrund von eigener Dummheit. Ich sehe es kommen. Was macht die jetzt? Ich sehe es einfach kommen. Jetzt kommt da noch so eine Menge Einheiten von der. Nee. Erstmal zwei neue Karten hier ziehen. So, die Einheit ist tot. So, jetzt bekommt die jetzt nächste Zeit wenigstens keinen Schaden mehr. Jedenfalls, aber stirbt wahrscheinlich trotzdem 1, 2 Schaden. Es bekommt nur 2 Schaden. Wenigstens hat der Gegner schon mal einen Idol verloren, aber meine 3 Idols sind. Okay, der hat noch gut Leben und die beiden sind nur leicht angefreckt. Jetzt wurde ich hier eingefroren. Und bekomme böse Schaden reingehauen. So, der macht wenigstens schon mal gut Schaden. Die Karten bringen jetzt erstmal nichts. Die geht echt hart in die Defensive. Erstmal. Ja, gut, opfere ich. Platziere ich hier. Platziere ich dort. Dann platziere ich eben auch eine Abwehr aus Strukturen. Muss dann eben auch sein. Dann baue ich hier auch ein Bollwerk zur Defensive auf. Und muss genau schauen, wie ich das jetzt am besten dann manage. Jedenfalls, die können jetzt erstmal die Defensive einigermaßen halten. Ich mache zusammen 5 Schaden.
Wenigstens ist die Schadenskapazität auf dem Gegnerchen fällt im Moment gen 0, bis auf der hier. Der aber auch nur in diesem kleinen Bereich hier schießen kann. Weshalb sich das auch im Rahmen hält. Nur die Frage, warum sieht die so leuchtend aus? Und was war das jetzt? Ich muss mal kurz lesen, was das bringt. Okay. Das ist nicht so toll. Einheiten, die hier drum sind, bekommen Schaden. So, ich töte jetzt das. Mach so. Während erstmal meine Runde. Ich bekomme einfach keine anständigen Karten. Schade, schade. Der bekommt jetzt wahrscheinlich erstmal einen Schaden durch die Verzauberung von dem, wobei ich ja ihn verzaubert habe, damit er den Schaden nicht bekommt. Hoffe ich einfach mal. Während der jetzt Schaden macht, der heilen kann und der nichts macht. Was bringt das? Ein Overdrive kommt in einem... Okay... Das beeinflusst also nur den Countdown. Interessant. Erstmal zwei neue Karten. So, jetzt habe ich endlich mal wieder eine gute Karte, die gut Schaden macht. Und beende auch meinen Zug. Boah, das ist echt nicht ohne dieses Match hier. Also ich würde echt nicht sagen, dass ich jetzt gewinnen werde. Also, aber ich kann auch nicht sagen, dass sie gewinnt, weil wir beide haben definitiv noch Chancen. Kommt auch an, was sie noch für Monster raushauen kann. Also bisher hat sie ja nicht gerade die stärksten Monster gezeigt. Was vermuten lässt, dass er auch nicht mehr so viele hat. Jedenfalls gute oder auch vielleicht war es das auch schon ihr ganzes... Petto an Einheiten. Jetzt sehen wir auch nur so ein Inferno Ball, aber ich weiß auch nicht, ob ihr das noch so viel bringt. Was kann das hier? Okay, da kann man da Scroll ziehen. So, die Einheit. Erstmal seine Karten dafür. So. Der macht am meisten Schaden von denen. Der greift das an. Dann stirbt der eben, ist mir egal. Ist okay so, ist okay so. Das ist im Moment alles okay so. Das Vieh stirbt gleich. Das geht im Moment alles ganz klar so. Ich bin auch guter Dinge. Absolut. Absolut, was mein Management hier an Einheiten betrifft und an Möglichkeiten. Aber okay, was macht die denn jetzt? Was dauert, braucht die denn immer so lang für ihren Zug? Es ist schon Runde 24. Oha. Oha, spannendes Match. Was ist das Viech nochmal? Der Dust Runner. Erstmal zwei neue Karten.
gleich greift der an und der tötet den aber. Das war sinnlos. Ich wollte ich eigentlich gar nicht machen. Na egal, lassen wir es gut sein. Und ich beende erstmal so den Zug. Der macht dem Ding Schaden und sonst alles okay. Wäre echt mal schön, wenn ich jetzt mal eine coole Karte ziehen würde, die nochmal schön Schaden raushauen kann. Und sie jetzt vielleicht Pech hat und überhaupt keine gute Karte hat. Würde mich zumindest freuen. Würde mich zumindest freuen. Was braucht ihr noch so lange für ihren Zug? Oh, jetzt will sie noch Schaden raushauen, unnötig. Was hat der eigentlich verzaubert? Ach, die hat das Einheiten außenrum Schaden bekommen. Ihre Zeit tickt. Was braucht ihr denn so lange? Okay, nochmal so eine Wand. Weil sie ja von den Wänden auch nicht genug hat. So, zwei neue Karten. Die mir nicht viel bringen. Eigentlich gar nichts bringen die mir. Das ist bis zum Ende des Zugs. Ne, allgemein. Okay, es ist einfach das Ding, weil es ja Schaden durch den hier bekommt. Durch die Verzauberung. Und der bekommt 3 Schaden, wenn er angreift, was er aber überlebt. Nette Verzauberung bringt aber jetzt auch nicht mehr so viel. Und langsam nervt es, wenn die für ihre Runden so ellenlang braucht. Und dann doch nichts bei rumkommt. Überlegt die denn so lange? Die hat doch nur 2 Karten auf der Hand. Was hat die denn so lange überlegt, das da jetzt hinzustellen? Außerdem ist es da doch total sinnlos. Weil der Idol da doch schon kaputt ist. Genau, jetzt habe ich endlich mal wieder eine Einheit mit schönem Leben. Der tötet jetzt das. Der schießt dahin, der dahin. Es überlebt aber, okay. Jetzt braucht die erstmal wieder eine halbe Ewigkeit, um zu entscheiden, was mit dieser einen Karte, die sie auf der Hand hat, macht. So viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Entweder für 2 Neukarten opfern, für Mana opfern oder beschwören. Gut, sie hat für 2 Karten gemacht, für 2 Schriftrollen. Was macht sie mit denen? Auf jeden Fall will sie anscheinend den Schaden, den sie austeilt, fächern. Kann sie mir das hier nehmen, aber selbst wenn, das bleibt noch alles am Leben. Ich muss einfach nur die beiden Idols hier töten, den und den. Und das ist ein gutes Schadenspotenzial. Ich habe 3 gute Damage-Dealer auf dem Feld. Da bin ich echt gespannt, wie sie darauf reagiert.
Ist das wieder für eine Verzauberung? Zwar ein Schaden zum Idol auf derselben Linie. Boah, das ist eine asoziale Fähigkeit. Aber jetzt, sonst kann sie jetzt nichts mehr machen. Großartig. Kriegen alle einen Schaden. Der darf dahin. Ich ziehe zwei neue Karten. Gut, ich beschwöre jetzt einfach noch eine Menge Monster raus. Möglichst viel Schaden machen, das ist das Ziel. Es sind nur noch diese beiden Idols, die ich töten muss. Das muss ich doch irgendwie mal in naher Zeit hinbekommen. Kann doch nicht so schwer sein. So, er hat auf jeden Fall wieder für zwei Schriftrollen geopfert. Das Ding ist asozial. Boah, die Verzauberung, die Nerven. So, den Iron Ogre setze ich dahin. Beende meinen Zug. Die machen jetzt insgesamt 10 Schaden auf der Linie. Die machen auch Schaden. Nur die überlegt immer so lange. Aber auf jeden Fall, das Ding hier ist extrem asozial. Weil damit ist erstmal die ganze Linie blockiert, außer muss hier irgendwie ein neues Einheitenmanagement dann hinlegen, damit man das töten kann, ohne alle Einheiten aus seiner eigenen Linie zu verlieren. Und das ist schon... nicht sehr schön. So, jetzt muss aber ihre Runde mal beenden. Sie kann nichts mehr machen. Jetzt 0 Karten. Warum endet die Runde nicht? Sie hat nichts mehr. So hat sie jetzt wenigstens gemacht. Und mir noch Einheiten genommen. Nett bekommt 2 Schaden bevor Angriff, nämlich die. So, jetzt kann das Ding angreifen. Das ist weniger von Belang, als dass die beiden jetzt angreifen können. Und wer greift denn zuerst an? Ich habe bis heute nicht verstanden, wer zuerst angreift von den Sachen. Boah, ich hoffe einfach mal, dass die vordere Einheit zuerst angreift. Gut, hat sich bewahrheitet. Die vordere Einheit hat zuerst angegriffen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Sie muss auf jeden Fall ihre untere Linie schützen. Darf aber auch die hier nicht außer Acht lassen, wo mein Ogre steht. Echt gespannt. Jetzt mach die Verzauberung nochmal. Achso, okay, das Ding.
Zwei Schaden, wenn ich es bewege, ein Schaden am Ende von jeder Runde. Für den Idol. Ich weiß jetzt gar nicht, wen die meint. Aber egal, irgendwen meint die, dass er vorher sterben wird. Oh, noch ein Scattergunner, interessant. Ach, bevor er angreift, meint die. Werden wir noch sehen. Nice. Wie ich es mir vorgestellt habe. Und Ende. Da dachte sie, dass die Aether Pump nicht stirbt, aber doch. Es reicht natürlich auch, wenn ich einfach die und die beiden hier unten töte. Und das reicht natürlich auch. Boah, ist das spannend. Jetzt tickt erstmal die Zeit. So, mal gleich gucken. Okay, so wer baut da noch das Abwehrding hin? So, zwei Karten. Perfekter Plan. Denn der schießt zweimal, tötet den und dann das Ding. Und der Golem wird einfach durch das geschützt. So, jetzt hat sie noch ein Idol. Die hat auf jeden Fall verloren, der hat Relentless. Boah, wie kann der noch 4 Leben haben? Moment mal. Der macht 7 Schaden. Warum hat... Okay, verstehe ich jetzt nicht. Egal. Egal, egal. Dann hat sie es aber jetzt. Macht einen Schaden daran, das bringt nichts. Wenn ich das Ding bewege, ist es tot. Komm, setze ich die einfach da oben in die nächste Runde. Oh verdammt, ich sollte den mal ganz dringend bewegen, bevor mein Idol hier stirbt. Aber okay, das kann ich anscheinend sowieso, wahrscheinlich sowieso nicht mehr aufhalten. 1, 2, 2. Das hat noch ein Leben. Was ist das für eine Zauberzauberung? Auch wieder diese Idle-Schadens machen. Da will sie es noch rauszögern. Das wollte ich gar nicht. Mal wieder dumm gemacht. Da habe ich mich wieder verdrückt. Der greift gleich an. Der greift jetzt an. Da ich leider wieder... Ich aktiviere leider die Scrolls teilweise. Sehr dumm. So, der greift gleich an. So, jetzt kann sich entscheiden, vielleicht könnt ihr hier eine Einheit hin platzieren und dann den Idol hier töten oder sich doch lieber wehren. Und defensive Einheiten hier bei diesen beiden Idols platzieren.
Mal schauen, mal schauen. Was hat das jetzt wieder gemacht? Hier wird... Ach, irgendwelche... Sind mir jetzt auch egal, die Verzauberungen. Ich will das doch sowieso nur sinnlos rauszögern. Der tötet jetzt einfach das und das Match ist verloren. Kommen hier noch zwei Einheiten. Das war's. GG. Gewonnen. Schönes Match, würde ich sagen. War spannend. Und haut rein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr wart jetzt live dabei, wie ich mein erstes Online-Match hier als Let's Play auf YouTube gewonnen habe. Folge 3 und... Ne, Folge 4 oder... Ne, das war jetzt Folge 4. Egal. Bis morgen und... Ciao, ciao.